Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, und ja, einen wunderschönen guten Morgen aus der schönen Schweiz, würde ich mal behaupten. Ja, Freunde, ungewohnter Start. Ne? Ja, was macht der Flato in der Schweiz? Der ist in einem neuen Hotel und geht jetzt erstmal hier schön morgens früh einen Spaziergang machen in der Hotelanlage. Ne? Kaum zu glauben, aber wahr. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ja, war mal wieder ein schöner Lifestyle. Ja, diesmal waren die Schweizer nicht so gesprächig, hatte ich so das Gefühl. Ja, war relativ still in dem Stream, aber naja gut. War auf jeden Fall wieder ein netter, schöner Abend, denke ich mal. Wieder schöne Korallen dabei gehabt, besonders die Jumas. Oh mein Gott, die fand ich ja mega klasse. Also, boah, also die eine Juma, die ist ja der Oberhammer gewesen. Ne? Also, das muss ich ja mal zugeben. Ne? Die war ja schon die Superkrönung. Ja, so, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang gemacht und werde jetzt mal schön frühstücken gehen. Ich habe schon gesehen, die Halle war jetzt gerade noch relativ voll, aber brutal, ne? Also wirklich brutal. Ja, von daher gehe ich dann mal gucken, wie das Hotel denn ist. Ich kann ja bald Hoteltester werden. So, und dann kommt mich jetzt gleich Daves Mom abholen. Ja, und dann fahren wir rüber nach Atlantis ins Geschäft. Und da gehen wir auf jeden Fall noch ein paar schöne Korallen gucken. Vor allen Dingen muss ich euch die geilen Jumas noch mal zeigen im Detail. Die sind nämlich mal so richtig, richtig krass. Also würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich bei Atlantis. So, meine Lieben, und da sind wir schon am Laden angelangt. Und ja, wollen wir heute mal gucken, ob wir vielleicht für euch noch irgendwas Schönes finden oder so. Weiß ich aber gar nicht. Müssen wir mal gucken, was Neues. Ich glaube aber, dass gar nichts Neues da sein wird. No, das ist natürlich immer das Problem. So, dann sind wir natürlich wieder bei Atlantis angelangt, meine Lieben. Ja, Laden kennt ihr ja mittlerweile schon. Haben wir ja schon des Öfteren gesehen. Und wir gehen einfach mal zusammen alles durch. Gucken mal, ob es hier irgendwas Neues gibt, ob ich irgendwas sehen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht. So, hier haben wir noch den Zähltisch stehen vom Lifestyle gestern. So, da ist auch nichts bei. Da sehe ich auch schon mal wieder nichts. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Einziges, was ich jetzt neu sehe, ist noch gar nicht beschriftet und nichts. Zitak, das ist, glaube ich, dieser neue Kleber hier, dieser neue Unterwasserkleber. Da kann ich aber auch ehrlich gesagt so gar nichts zu sagen. Großartig. Vielleicht nehme ich mal mit und probieren mal aus. Das könnte man mal machen. Mal gucken. Aber da kann ich euch ja jetzt heute nicht wirklich irgendwelche Fakten zu sagen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ja. Anlagen natürlich, haben wir wieder super, super viele geile Korallen. Wir haben ja auch hier unsere wunderbaren Scheiben, ne? Unsere geilen Jumas hier, die super Knaller Jumas. Zumal da auch noch eine richtig geile sitzt da. Zieht euch die mal rein, die ist doch wohl geil, oder? Ist die nicht mal brutal? Ich würde sagen, die ist mal mega brutal. Ja, ansonsten haben wir hier, wie gesagt, auch gestern im Sale waren geile, geile Jumas wieder zu sehen gewesen. Ja, wunderschön. Jumas bin ich auch gerade im Moment echt sehr gespannt, muss man ehrlich sagen. Ich finde es echt verblüffend, wo die plötzlich alle herkommen. Hat es ja früher gar nicht gegeben, so viele. Ne? Ja, und dann gehen wir nochmal auf der Trachy-Seite gucken. Da haben wir ja ansonsten auch noch SPS-mäßig, die sind aber heute alle abgeholt worden. So, und dann haben wir ja im Prinzip hier auch wieder wunderschöne Trachis mit am Start. Ja, schaut sie euch an. Richtig, richtig coole Trachis, wunderschöne Dinger. Ja, wieder mehrere Leckerchen am Start, würde ich sagen. Richtig coole. Sehen alle, ja, traumhaft aus. Ihr kennt das Spiel, wir kommen leider nicht daran. Bei uns sind die halt eben nicht erlaubt. Ja, ansonsten Acanthophyllen haben wir auch noch am Start. Haben wir auch noch so einige da. Oder aber auch Fungias. Haben wir auch hier schöne da gehabt.
Ja, Place de Moussa waren auch wieder ein paar wunderschöne dabei. Tja, ich weiß noch gar nicht, wo die immer herkommen, weil das sind manchmal auch so komplett andere, als wie wir die bekommen. Ja, und SPS war natürlich heute am heißesten gefragt. Ich glaube, sie hieß Solar Flare, meine ich. Korrigiert mich in den Kommentaren, falls es nicht stimmt. Das hier müsste die Solar Flare sein. Ja, die sieht natürlich schon brutal aus, ne? Muss man natürlich ehrlich sein. Also da gibt es schon richtig, richtig coole SPS. Ja, wie gesagt, muss man ehrlich sein. Ne? Ja, Lobos waren natürlich auch ein paar richtig geile am Start. Ja, die hier zum Beispiel ist auch wunderschön. Ja, da kann man auch nicht drüber klagen. Ne? Die ist auch schon ganz, ganz nice gewesen. Ja, korallenmäßig kann man hier immer ja schön auftrumpfen. Da ist ja immer genügend Stoff hier vorhanden in der Schweiz. Ne? Daran soll es ja nicht fehlen. Ja, aber ansonsten muss ich halt eben sagen, haben wir heute tatsächlich nichts, was ich euch jetzt hier wirklich vorstellen kann. Ja, wir haben tatsächlich nichts Neues, was neu rausgekommen ist. Mir war jetzt auch nicht bewusst, dass irgendwas da ist. Deswegen überlege ich mal, weil ich jetzt normalerweise an diesem Punkt eigentlich den Vlog hier vor Ort schneiden würde. Machen wir das heute mal anders und ich hoffe mal, dass mein mobiler 5G-Router auch hier in der Schweiz funktionieren wird, weil ich weiß nicht, wie das Internet im Hotel sein wird. Keine Ahnung. Nehme ich euch, glaube ich, mal mit, was wir immer noch so abends machen. Wir gehen immer noch schön ein bisschen essen. Ich glaube, wir gehen heute mit Dave's Mom essen. Michelle ist ja krank, auch hier an der Stelle. Michelle, gute Besserung, komm schnell wieder auf die Beine. Ja, deswegen nehmen wir heute Dave's Mom und den Mann mit. Und ich würde sagen, wir nehmen euch mal mit. Ja, vielleicht haben wir noch das eine oder andere, was wir noch bequatschen können. Und ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich gleich im Schnitt, meine Lieben. Dann nehmen wir euch mal mit zum Futtern, ne? So machen wir das. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Nettes zu bequatschen oder so. Wer weiß, schauen wir mal. Oh, jetzt gleich muss ich euch erstmal das Wetter hier zeigen. Alter Verwalter. Dunkel ist es. Dunkel in der Schweiz. Oha, nee, da sehe ich jetzt nichts mehr, wenn ich hier rauskomme. Da kann ich über nichts mehr drüber gucken. So, dann werden wir mal gucken, was wir euch nachher vielleicht noch Gutes zu erzählen haben, meine Lieben. Ja, meine Lieben, an dieser Stelle kommt die kleine Planänderung. Ja, pass auf, Freunde, wir waren ja in dem Restaurant gewesen, wo heute halt eben das Fußballspiel war, ja heute in der Schweiz gewesen. Ja. Leider Gottes haben die Schweizer verloren. Schade. Ja, was soll man sagen? Ja, aber ich wollte halt eben dort vor Ort nicht filmen. Wir haben also nichts mehr aufnehmen können. Ich denke mal, dies wird der kürzesten Vlogs. Aber es ist halt, wie es ist. Es gab heute halt nichts. Ich habe euch ein paar Korallen zeigen können. Und ja, mehr gab es heute einfach nicht. So, und ihr habt gerade gesehen, auf der Uhr, ja, es war wieder ein sehr schöner Abend. Hier auch nochmal einen recht herzlichen Dank an meine Lieblingsschweizer. Ihr habt mir wieder einen wunderschönen Abend geboten. Ihr habt super gekocht. War alles heute wieder perfekt. Wie immer eigentlich in der Schweiz. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Von daher würde ich sagen, ist die Geschichte auch heute beendet. Ich hoffe, wir haben so 8 Minuten rum zusammenbekommen. Dann haben wir mal einen sehr, sehr kurzen Vlog. Ich werde auch gucken, dass wir für nächste Woche wieder was Schönes finden, damit ich irgendwo ein bisschen was bastel, wie auch immer. Gucken wir mal. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder einen größeren, besseren, schöneren Vlog für euch. Und ja, wie gesagt, ihr habt gerade gesehen, 14:45. Tja, jetzt gehe ich noch in den Schnitt, damit ihr morgen früh um 9 Uhr den Vlog habt. Na, meine Lieben. Und dafür könnt ihr mir ja gerne mal ein Däumchen in die Kommentare schreiben und ein Däumchen geben sowieso. Denn ein Däumchen ist ein Träumchen, wisst ihr ja. Und ja, ich sag mal, danke für eure Zeit, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Und ich wünsche euch einen netten Restsonntag. Und ich bin hiermit raus, meine Lieben. Bis dahin, euer Marc. Ciao.